Hallo Freunde der alten Kampfkünste, hier ist der Thorsten für die Stahlakademie. Heute mit einer kleinen Idee. Mir ist nämlich aufgefallen, dass viele von euch in den Kommentarspalten unter meinen Videos immer mal wieder interessante Fragen stellen. Fragen natürlich einerseits zu den alten Kampfkünsten, andererseits auch zum historischen Hintergrund unserer Fechtkunst und natürlich zu den Blankwaffen, insbesondere zu den Schwertern. Ich versuche da zwar immer drauf zu antworten, aber wenn wir ehrlich sind, sind Kommentarspalten nicht das allerbeste Medium, um zu sehr in die Tiefe zu gehen. Da leidet oft die Quantität und auch die Qualität darunter. Und auch wenn ich mir ganz gerne auf Facebook mit euch die Finger wund diskutiere, ist dieses Medium dann doch ein sehr eingeschränktes. Daher mein Aufruf an euch, überlegt euch doch mal, was euch am Thema besonders interessiert und welche Fragen ihr mir gerne stellen würdet. Fragen rund um die Waffen an sich, um die Konstruktion und die Klassifikation von alten Schwertern. Für den Zeitraum zwischen, sagen wir mal, gehen wir ruhig früher zurück, zwischen dem Jahr 1000 und dem Jahr 1600. Fragen rund um die Geschichte des Fechtens, um die alten Fechtbücher, um die Fechtkultur des Mittelalters und der Renaissance, um die Fechtergilden und das Ganze drumherum. Vielleicht auch Fragen zur mythologischen und politischen Aufladung von Schwertern, zur Entwicklung der Fechtkunst danach und gerne auch Fragen zur Geschichte der Behandlung des Themas, also die Rezeption im 18., im 19. Jahrhundert und auch heute. Wir haben ja eine große Historismuswelle, die sich des Themas Schwert annimmt. Und auch die kann man natürlich auch diskursiv bearbeiten, wie man so schön sagt. Also, haut raus, Leute, knallt nicht mit Fragen zu in der Kommentarspalte. Je komplexer und tiefergehend, umso besser. Aber auch Einsteigerfragen beantworte ich natürlich besonders gerne und ich werde mir mit den Antworten Mühe geben. Ich werde lange darüber nachdenken und werde selbst auch dann natürlich inspiriert werden, nochmal in die Quellen reinzugucken, damit ich keinen Quatsch erzähle. Nehmt mich beim Wort, fragt mich und wir schauen mal, was dabei Interessantes rauskommt. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Das war der Thorsten für die Stahlakademie. Haut rein, trainiert fleißig. Bis bald.